So, willkommen zurück zu 7. Mal wieder gehackt. Da kam Susanna sich zu baden und es war kein Mensch da außer den Ältesten, die sich heimlich versteckt hatten und auf sie lauerten. Bild jetzt anzeigen, nein. Auf gar keinen Fall, ich will überhaupt nicht wissen, worum es hier geht. Auch noch ein Spanner. Nicht nur ein Mörder, sondern auch noch ein Spanner. Das ist ja. Du Schwein, wenn du dir ein Haar krümmst. Oh, er antwortet sogar darauf. Beim Himmel, dieses Weib ist schön. Seit gestern habe ich sie gesehen, wie Gott sie schuf. Oh, welch ein Anblick, liliengleich hier. Aller was? Alabasternleib? Aha. Ich bring dich um. Machst du das? Töten wirst du, doch nicht mich. Ach so. Na, solange man überhaupt irgendjemanden tötet, ist ja noch okay. Und sonst? Meld dich. Ist dir was passiert? Ja, auf jeden Fall. Dieser notgeile Drecksack, der ist voll Psycho. Mit den Doppelpunkten, dass es auch noch so aussieht wie dieser eine kleine Smiley. Ja, schick deinem besten Kumpel noch ein Nacktbild von deiner Freundin. Das ist auf jeden Fall das, was der definitiv sehen will. Er war bei ihr im Hotel. Was hat er mit ihr gemacht? Ich tick aus. Offensichtlich hat er ihr beim Duschen zugeschaut. Krass, bleib ruhig. Genau das will er doch, dass du jetzt ausrastest. Du kannst palavern. Sie ist ja nicht deine Freundin. Ja, vielleicht will er ja genau das. Ich weiß, aber überleg mal, wer sagt, dass es wirklich gestern war? Der stalkt sie doch schon seit einiger Zeit. Der tut ihr nichts. Das hätte er doch schon längst machen können. Aber ich kann sie nicht erreichen. Ja, weil du vor 2 Minuten eine Nachricht abgeschickt hast und sie darauf nicht instant antwortet. Das Thema hatten wir schon mal. Das kann ganz harmlos sein. Akku leer, Funkloch, sowas. Oh, schickt der mir jetzt schon wieder so einen Scheiß mit dem Hacken? Hab sanft sie in meinen Armen gewiegt. Tief ist der Schlummer in dunklen Giften. Ah, man sieht ihn sogar ein bisschen im Spiegelbild. Wie er das Handy noch hält. Was hast du hier getan? Es geht dir gut, sei unbesorgt, sind wir doch alle der Stoff, aus dem die Träume sind, und unser kleines Leben umringt ein großer Schlaf. Was hast du ihr getan? Hat er doch gerade gesagt. Mehr oder weniger. Sei froh, dass er dir überhaupt mal antwortet. Normalerweise war der immer instant weg. Oh, du hast ein Timing. Ey. Es war so schön gestern Abend mit Papa. Ich habe sogar ein bisschen Wein getrunken und hatte einen kleinen Schwips. Welchen Teil von "Ich habe gerade keine Zeit" hast du eigentlich komplett ignoriert? Au abgesehen von dem kompletten Satz. Da wurde gar nicht erst drauf eingegangen, so, warum bist du beschäftigt oder sowas. Das wurde eiskalt ignoriert. Was? Das ist doch jetzt egal. Ich möchte das Leben noch genießen, solange ich kann. Bestimmt noch sehr lang. Muss jetzt Schluss machen, will mit Leo telefonieren. Grüß sie von mir. Hat sie noch viel zu tun?
Ja, tschüss, wie er die jetzt noch schnell abwimmelt. Ein bisschen verstehe ich's, aber man hat offensichtlich gemerkt, dass es ihr kackegal ist, dass man gerade keine Zeit hat. Man kann ja mehrere Chatfenster gleichzeitig offen haben, im Normalfall. Hilfe! Ja. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sitze in so einer Zelle, hol mich hier raus. Naja, wenigstens lebst du noch. Bist du da hingekommen, erinnerst du dich? Los, sag was. Aber wie die alle, die da entführt werden, mir erstmal schreiben. Ich weiß nur noch, wo unter der Dusche hatte Musik an. Da ein Schatten, der muss mich mit irgendeiner Art Gas betäubt haben. Oh, Gas. Nee. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist ein beißender Geruch und Nebel in der Duschkabine. Dann wache ich hier auf, nur mein Handy und ein Zettel mit Anweisungen. Was für Anweisungen? Anweisung Nummer 1, du sollst mir nicht sagen, dass du Anweisungen hast. Das wär's noch. Du bist mein einziger Kontakt, alles andere gelöscht. Telefonieren geht nicht, mit Code gesperrt. Geht das? Kann man das wirklich machen? Hier steht wörtlich, er hält dein Schicksal in der Hand. Bleib jetzt ganz ruhig. Was kannst du erkennen? Da ist eine Eisentür mit Gitter oben. Wo kriege ich jetzt noch ein Bild von der Eisentür? Was ist das denn? Was? Meinst du, ich kann das sehen? Das sind offensichtlich Fotos von dir. Lauter Fotos von mir draußen an der Wand und hier in der Zelle auch. Was soll das? Was geht hier ab? Wo hat er die her? Immer wieder ich. Der ist besessen. Ganz ruhig jetzt. Hast du ihn gesehen? Wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Er hat eine weiße Maske. Unheimlich. Starrt manchmal durchs Gitter, sagt kein Wort. Könnte es Garrett sein? Nein! Wirkt der Typ auf dich, als könnte er die Klappe halten? Was, wieso? Überleg, hat er seine Statur? Kann ich nicht sehen, nur den Kopf mit dieser Maske. Garrett, nein. Der hat zwar einen Knall, aber so verrückt, nee. Er wird dir nichts tun, das verspreche ich. Das schauen wir mal noch. Wie kannst du das? Ich tue alles, was er will. Dann lässt er dich gehen. Bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Dafür sind Serienkiller bekannt. Was will er von dir? Das hat er tatsächlich bis jetzt nicht gesagt, oder? Da, er winkt mir. Ist ja freundlich. Er winkt einem. Eben kam ein Anruf von der Klinik. Euer Timing ist wirklich der Knaller. Das Laborergebnis kommt morgen im Laufe des Tages. Mama regt sich schon wieder auf. Vorhin war sie noch so fröhlich wegen unseres schönen Abends beim Italiener. Top. Ihm drücken die jetzt aber nicht so rein, dass wir keine Zeit haben. Auf das Aber, Punkt, 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 wird auch wieder überhaupt nicht eingegangen. Der Kellner war ungemein charmant, hat ein wenig mit ihr geflirtet. Das tat ihr so gut. Wir haben zu Hause sogar noch zu alten Schlagern getanzt, im Wohnzimmer wie früher. Toll! Das interessiert mich jetzt mega, dass ihr auf Schlagern tanzt. Das habe ich jetzt gar nicht wirklich wissen wollen. Hast du ein Bewerbungsgespräch? Ich habe keine Zeit. Erste Reaktion, hast du ein Bewerbungsgespräch? Nein. Vielleicht will ich auch einfach nur mal vor die Tür gehen. Warum ist immer direkt alles mit Arbeit verbunden? Lieben, hassen, fürchten, zittern, hoffen, zagen bis ins Mark. Natürlich, du Affe, du. Der hasst mich. Der will nicht meine Freundin umbringen, er will mich foltern. Deswegen schickt er ständig den verschlüsselten Scheiß. Na dann zeig mal dein tolles Bild.
Jetzt ist sie mein, sie ist meine Taube, meine reine. Ah. Bild jetzt anzeigen. Wundervoll. Warum schickst du mir das nicht einfach? Warum muss ich das erst entschlüsseln? Bist du irgendwie Kacke? Wer ist wie sie, die hervorbricht wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, gewaltig wie ein Herr? Deiner ist sie nicht würdig, so kann sie dir genommen werden, denn sie ist meine Wonne, mein einzig Verlangen. Was willst du? Ich tue alles, lass sie frei. Tue ich das? Ich kann mir auch genauso gut denken, gut, wenn du so denkst, dann ja. Du musst warten können. Mach mit mir, was du willst. Nee. Vielleicht will er genau das hier eben nicht. Oder hat er schon? Das tue ich doch schon. Merkst du es nicht? Aber Gemach, noch ist das Ende nicht vollbracht. Du musst mir helfen. Ja. Der Mörder hat sie in seiner Gewalt. Was soll ich nur tun? Oh mein Gott, bleib ruhig. Was verlangt er? Das sagt er nicht, er lässt mich zappeln. Er kommt immer mit Zitaten, Bibel und was weiß ich noch. Faselt von seinem Werk und 7 Tagen, irgendwas muss ich doch tun können. Wie wär's mit bis morgen warten? Morgen ist der 7. Tag. Ach, gib ihm das Gefühl, dass du zu allem bereit bist, was er von dir verlangt. Er will seine Macht über dich auskosten. Leo ist Mittel zum Zweck, deshalb wird er nichts tun. Er wird er ihr nichts tun, er braucht sie lebend. Lass ihn, sei zahm, wenn du nicht mitspielst oder widersprichst, wird er gefährlich. Dann kann die Situation außer Kontrolle geraten. Mach ich ja alles schon. Gut so. Weißt du was über Leos Zustand? Ich hatte kurz mit ihr Kontakt, sie ist verstört, aber wohl unversehrt. Anhaltspunkt, wo sie sein könnte, in einer Art Zelle, könnte ein Kellerverlies sein. Aber wo? Vielleicht in Frankreich oder hier in der Nähe. Wer sich wieder meldet, versucht etwas aus ihm herauszubekommen, worauf will er hinaus? Der sagt nichts. Der redet nur Scheiße. Quasi, ja. In der Tat tut er das. Geduld ist alles, ohne sie wirst du scheitern. Er könnte sich aber wirklich mal klarer ausdrücken. Du wirst wissen, was du tun musst, wenn der 7. Tag gekommen ist. Hab wie ich gesagt habe, einfach bis morgen warten. Jetzt müssen wir Tom erstmal wieder alles erzählen, was passiert ist, damit er auf dem Laufenden ist. Das ist nämlich mit Abstand das Wichtigste. Sie ist im gleichen Keller wie Mona und Marco. Und die sind jetzt tot. Ja, ein bisschen. Mir fehlen gerade die Worte. Ach. Es ist wie bei den beiden. Leo darf mich kontaktieren, telefonieren und alles andere geht nicht. Er faselt was Kryptisches von Geduld und wieder was vom 7. Tag und dann würde ich es wissen. Dann quatscht die Leute nicht voll und wart bis morgen. Du hast also direkt Kontakt zu ihm? Das ist neu. Stimmt, aber schlauer bin ich nicht. So neu ist das nicht. Er
Er schreibt mal mehr als einen Satz. Warte, die erste Meldung von ihm kam wann? Vor 5 Tagen, wenn man heute abrechnet. Also heute ist der 6. Tag. Das heißt, heute ist der 6. Tag. Und dann ist morgen Tag 7. Wow, wir können alle rechnen. Er hat irgendwas Besonderes vor. Wir müssen ihn vorher finden. Ich habe da nämlich was gefunden über deinen Freund Wolf. Ja, was hast du denn über meinen Freund Wolf gefunden? Aha. Ja, was soll mir das sagen? Das hat er mal in irgendeinem Forum gepostet. Siehst du die Maske? Ach jo. Soll er das wirklich gewesen sein? Das ist zu offensichtlich wegen Mona und alles. Wer ist das nur, verdammt? Ich muss immer das Handy ausmachen, wenn er am Gitter auftaucht. Er hat mir was gegeben, du glaubst es nicht. Bewerbung als Fotografin. Sehr geehrter Herr Mori, auf Ihrer Internetseite lese ich, dass Sie eine Tierfotografin für Ihr Team suchen. Gern möchte ich mich Ihnen mit den beigefügten Fotos vorstellen. Ich würde mich sehr über ein persönliches Gespräch freuen und Sie von meinen Stärken überzeugen. Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich daher sehr. Oh, Kacke. Man muss drauf tippen, nicht auf die Zurücktaste. Ist das zu fassen? Der hat die Bewerbung gefaked. Der hat mich nach Paris gelotst. Er hat durchs Gitter geklotzt und sich beömmelt. Fand das wohl witzig. Dann ist's. Ich hatte aber mit keinem von denen irgendwie Kontakt. Der ist völlig gestört. Sei vorsichtig mit ihm. Bloß nicht aufsässig sein. Dann wird er unkontrollierbar. Wenn das aber stimmen sollte, dann würde diese Carla ja mit ihm unter einer Decke stecken. Die Maske hat er so eine. Oh mein Gott, ja genau. Einem alten Kollegen von mir, vielleicht kannst du dich erinnern. Natürlich postet der sich selber mit einer Maske im Internet und rennt danach mit genau der gleichen Maske durch die Gegend und tötet Leute. Damals bei Bergmanns und Klotz, den hast du auch mal auf einer Firmenfeier getroffen. Läuft das jetzt wirklich darauf hinaus, dass das der Wolf gewesen ist? Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der hat mich immer angegafft. Ja, alle gaffen dich an. Was will der von mir? Das ist die Frage. Ich fürchte, der will was von mir. Ist der das wirklich? Oder kommt da noch ein riesen Plot-Twist? Er hat halt wirklich angefangen, so kryptisch zu sprechen. Aber als er damit anfing, wurde ich nochmal gefragt, ob ich meine Meinung ändern möchte. Und das war sehr stark auffällig. Normalerweise müsste jetzt doch so voll der Plot-Twist kommen, dass der es eben nicht ist. Um Gottes Willen. Wie ist denn das passiert? War sie nicht auf dem Heimweg? Er hat sie noch im Hotel geschnappt, betäubt und irgendwo hingebracht. Keine Ahnung, wo das ist. Und die Polizei? Kann die nichts machen? Die weiß nichts davon. Dann bringt er sie um. Jo. Das sind nur Drohungen. Wenn du nicht zur Polizei gehst, werde ich es tun. Man muss diesen Abschaum aufhalten. Wer weiß, wer er dann sonst noch tötet. So ein Psychopath hört nie auf. Nein, bitte nicht. Warum? Lass ihn doch. Er hat gesagt, du sollst nicht zur Polizei. Von anderen Leuten war nie die Rede. Wenn einer alles gut in seinem Hause für die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. Stille Stunden sind die beste Zeit für klare Entscheidungen.
Hast du dich beruhigt? Krieg ich auch mal. Darf ich zart anklopfen und. Was? Kramm gebeugt? Mein Beileid bekunden? Ich habe es mitbekommen, das arme Mädchen. Ich mochte sie wirklich sehr. Lass diese albernen Spielchen, ich weiß, dass du es bist. Hast du ein Rad ab? Tickst du nicht sauber? Was soll das? Bemühe dich nicht, wir haben dich. Muss ich das antworten? Ich will das gar nicht sagen. Meiner Meinung nach haben wir dich nicht. Das Spiel zwingt mich, das zu sagen. Was für absonderliche Anwürfe ziehst du aus dem Hut? Ja, aber denk mal drüber nach, wer hat das Bild wieder gefunden? Ich denke immer noch, dass es Tom ist. Das wird sich auch wirklich erst ändern, wenn wirklich aufgeklärt ist, wer es war. Die Maske, sie hat dich verraten. Ist es wirklich so offensichtlich? Kommt da wirklich nichts mehr? Ach was, die Maske ist zigfach verbreitet. Die meisten Hacker haben die. Lenk nicht ab, wir sind hier auf der Spur. Sag das nicht. Verrenn dich nicht und überlass das Spurenlesen mal der Bullerei. Die macht erstaunlicherweise keinen inkompetenten Eindruck. Warum schickst du. Och, du bist doch ein Arschloch. Hättest du mir nicht ein. Wenn da jetzt Scheiße drin ist, dann bist du es doch gewesen. Dann hack ich das Spiel und dann bist du's. Ich glaub's ja wohl. So, auch das haben wir aufgehackt. Oder entschlüsselt oder was auch immer. Wie närrisch müsste ich sein, die Maske in Amazon zu bestellen, wenn ich der Killer wäre? Denk mal darüber nach. Warum hast du mir das nicht einfach gesagt? Warum musst du mir verschlüsselten Scheiß schicken? Für 4,99, das ist ein Schnäppchen. Boah, und 2011 hat er die schon gekauft. Boah, und 2 Tage später haben die schon rausgeschickt. Wow. Wow. Das ist nicht schlecht. Aber was willst du denn schon wieder? Ich habe sie. Wen? Das Geld? Da hat all dein Rumgezicke. Ach, die Nummer. Er hat die Telefonnummer. Wetten? Und ich denke jetzt, er ist der Entführer. Da hat all dein Rumgezicke nichts genützt. Ich hab, was ich will. Du widerlicher Dreckskerl. Finger weg von Leo, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Die Drohung nimmt er bestimmt ernst, weil er nimmt dich die ganze Zeit schon mega ernst. Da hat er aber Angst. Wenn unser kleiner Hosenscheißer den starken Mann markieren. Was ich mit meiner Ex mache, geht dich im feuchten Schiss an. Nee, der ist das nicht. Der ist das nicht. Der meint wahrscheinlich die Nummer. Er hat die Nummer. Er wollte von Anfang an die Nummer und die meint er. Bin schon am Packen. Soll ich auch was Schickes mitbringen? Oh, die haben ein Timing drauf, stellenweise. Ein Cowboyhut? Ein Colt für alle Fälle? Die Perücke des Präsidenten. Nein, warum? Was soll ich damit? Ich glaube, ich verpasse hier gerade einen Witz. Hat sie die Petersilie verhagelt? Sagt man das so? Lass das! Leo ist entführt worden. Und schwebt in Lebensgefahr. I'm deeply affected. Kann ich was tun? Sagt Mama und Papa noch nichts davon. Sie sollen sich nicht aufregen. Klar, melde dich, sobald du Näheres weißt und wenn ich helfen kann. Ich wollte mich nochmal melden. Gut, hast du jetzt getan. Jetzt bin ich sehr nervös, wie das Ergebnis morgen ausfällt. Das wird schon, du bist so in guten Händen. Ja, das schon.
Was macht denn Leo? Geht's hier gut bei den Franzosen? Ansichtssache. Ach, das ist schön. Einen Kuchen habe ich schon fertig. Die anderen beiden backe ich morgen. Ja, mach das. Kuchen geht immer. Das wären dann ja nur drei. Das sind ja nur drei Kuchen. Was kriegen denn die anderen? Weil ich. Verarschst du mich? Sie hat mir vor 2 Sekunden geschrieben. Du musst es mir nicht nochmal extra erzählen. Ich kann das sehen. Sie tigert ständig auf und ab durch die Wohnung. Sie ist so unruhig, weil das Labor nun endlich zu Potte kommt. Ach, ich jammer dir hier was vor und du hast sicher Wichtigeres im Kopf. Wir sind ja bald alle zusammen, wenn Daniel da ist. Ja. So lange kannst du ja warten. Was willst du denn schon wieder? Es gibt neue Fragen. Herzlichen Glückwunsch. Stellen die Kriminalhauptkommissare ihre Fragen immer über WhatsApp? Frau Sartorius wurde tot aufgefunden. Wir gehen von Fremdeinwirkung aus. Wann haben Sie sie zuletzt lebend gesehen? In dem Spiel noch gar nicht. Wie erklären Sie es sich dann, dass wir neben der Toten eine Medikamentenpackung gefunden haben, die Ihnen verschrieben worden ist? Wieso meine Medikamente? Verstehe ich nicht. Blödsinn, ich nehme keine Medikamente. Nehme ich Medikamente? Keine Ahnung. Oh, ist die Psychologin die Mörderin? Weil auf die hat auch nichts gelenkt, tatsächlich. Wir haben sämtliche Apotheken im Umkreis befragt und sind auf ein Rezept von Dr. Annalena Sikander gestoßen. Sie ist ihrer Aussage zufolge ihre Therapeutin. Ja, ist sie, aber ich brauche gar keine Tabletten im Moment. Also ich habe noch welche da für den Notfall. Wir werden das überprüfen. Mach das. Die Packung wird in der KTU auf Fingerabdrücke untersucht. Wenn wir Ihre darauf finden, haben Sie ein Problem. Ja. Wer sagt denn, dass ich nicht eine leere Packung im Müll hatte und irgendeiner hat dann, als die gelben Säcke abgeholt wurden, einfach mal meinen Müll aufgerissen? Ist sie es? Kriegen die viele Patienten bei dir die Pillen? Aber die kennt doch die Klassenkameraden nicht, oder? Imapunil, diese spezielle Mittel nicht. Es ist ein neues Präparat. Er ist ganz kurz auf dem Markt. Ich habe es, glaube ich, nur dreimal verschrieben. Und wer sind die anderen außer mir? Warte. Okay. Ich warte. Eine Frau, die ist aber schon länger im Ausland. Und ein männlicher Patient, der ist zurzeit in der Psychiatrie. Warum willst du das wissen? Die Polizei hat dieses Medikament bei Mona gefunden, bei ihrer, als sie tot war. Die denken, es ist meins, weil du, sie haben das Rezept in der Apotheke gesehen. Ich hatte das doch als Reservepackung. Warte. Die ist hier geklaut worden? Hier habe ich es doch reingetan. Schreibst du gerade, wie du es suchst? Es ist weg. Nach ihm sind die Medikamente geklaut worden. Super. Hast du es woanders hingelegt? Such noch mal in Ruhe. Nein, das war hier im Bad, im Spiegelschrank. Weiß ich ganz genau. Ganz sicher? Ja. Der war hier. Ich hatte doch diesen Traum. Das war echt. Der war in meiner Wohnung. Ich soll als Mörder vorgeführt werden. Das sei ein abgekatertes Spiel. Jo. Gibt's keine andere Erklärung? Woher sollte der Serienmörder deine Adresse kennen? Warum will er dich verdächtig machen? Die Bullen haben mich sowieso auf dem Kieker und mit den Pillen bin ich geliefert. Warum, wie er deine Adresse kennen kann? Weil es jemand ist, der mich kennt. Ganz einfach. Allein schon auch, weil der Mörder die ganze Zeit meine Nummer hat. Bleib bei den Fakten. Wer kennt deine Adresse? Wer weiß, dass du die Antidepressiva nimmst oder genommen hast?
Garrett kennt meine Adresse, die weiß er von Leo. Weiß er das? Und Wolf, das ist ein Hacker, früherer Kollege von mir. Wir hatten alle eine Adressenliste in der Firma. Es ist Tom. Ohne Scheiß. Und die Pillen, Mona wusste es. Sie hat sie wiedererkannt. Verdammt, deshalb hat Mona gedacht, ich sei der Mörder. Und Tom hat er jetzt weggelassen. Der weiß ja wohl auch, wo du wohnst. Was bist du? Was hat sie gedacht? Sorry, ich meld mich. Ihn hat sie jetzt überhaupt nicht mit aufgezählt. Der will mich ans Messer liefern, das war inszeniert. Er weiß ja wohl auch, wo du wohnst. Ihr seid keine Ahnung, wie lang befreundet. Der Killer, er war nachts in meiner Wohnung, als ich geschlafen habe. Er hat meine Pillen geklaut, die hat man jetzt bei Monas Leiche gefunden. Der will mich als Mörder in den Knast bringen. Dann hat der Leo ganz für sich. Wie kommst du darauf? Bist du sicher? Ja. Ein bisschen. Kennt denn der Hacker-Typ deine Adresse? Auf jeden Fall. Und Garrett, Leos Ex auch. Und du! Nur mal so nebenbei. Du kennst ebenfalls meine Adresse, will ich an der Stelle nur mal hinterfragt haben. Ja. Und siehe, ich bin lebendig und habe den Schlüssel des Todes. Du bist doch ein blödes Arschloch. Boah, hoffentlich verreckst du am Ende. Es ist doch nicht wahr. Es waren 3 Minuten oder was? Leute, übertreibt doch nicht so mit dem Scheißhecken-Kackmüll. So, ich habe hier oben von diesen Münzen ausgegeben, um das sofort freizuschalten. Das Level war einfach nur noch mega asozial. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht, dass das lädt. Ich wollte nur mal drauf tippen. Kannst du auch wieder aufhören? Ja, zeig schon her. Und jetzt verschon mich mit deiner Scheißheckerei. Ein Schlüssel, noch eine Rune und eine Puppe. Danke. Kannst du beim nächsten Mal auch normal schicken. Geht die Heckerei langsam echt auf den Sack. Da. Ich schreib dir mal wieder alles unter die Nase, wie ich das ganze Spiel über schon mache. Weil das auf jeden Fall eine sehr kluge Idee ist. Das ist es. Mann, oh Mann, ja, das Schlüsselwort. Wieso kam ich da nicht früher drauf? Jetzt kann ich den Code knacken. Das Schlüsselwort ist Schlüssel? Das seltsame Wort auf dem ersten Schnipsel. Ich meld mich. Ja, meld du dich mal. Mach das. Mach das, mach das, mach das. Als es das sechste Siegel auftat, da ward ein großes Erdbeben und die Sonne ward finster und der Mond ward wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, denn es ist gekommen, der große Tag des Zorns und wer kann bestehen? Und der sechste Engel posaunte und es wurde los, 4 Engel, die töteten und dritten Teil des Menschen. Ihr aber könnt mein Angesicht nicht sehen, denn keiner wird leben, der mich sieht. Okay. Oh, Tag 6 ist rum. Mona wird tot gefunden, Schule geschlossen. Absolut logische Reaktion.
Leo meldet sich nicht. Mörder schickt Stalking-Foto von ihr unter der Dusche. Ja, und du wiederum schickst es deinem Kumpel. Der hat sich bestimmt gefreut. Er entführt sie und hält sie ebenfalls gefangen. Im selben Verlies wie Mona und Marco. Kontakt per Handy. Entführer trägt Maske. Er droht mir. Keine Polizei. Die gleiche Maske entdeckt Tom bei Wolf. Ist er es oder Garrett? Keiner von beiden. Wollen mal wetten. Polizei hat mich mehr denn je in Verdacht. Bei Mona wurden meine Pillen gefunden. Also wenn's Garrett ist, bin ich enttäuscht. Ein eifersüchtiger Ex-Freund oder sowas, das ist mega langweilig. Der Typ muss in meiner Wohnung gewesen sein. Meine Patientenakte bei Annalena wird beschlagnahmt. Tom versucht, den Geheimcode zu knacken. Ja, wir sind hier fertig. Denkst du, der Mörder ist Tom? Ja, denke ich. Er weiß, wo ich wohne, er kennt die Klassenkameraden. Er hat halt einfach nicht wirklich ein Motiv. Garrett ist zu offensichtlich, Wolf ist zu offensichtlich, Religionslehrer ist zu offensichtlich, weil alles mit dem Spiel irgendwie immer was damit zu tun hatte. Garrett, der Ex-Freund? Nee, zu offensichtlich. Wolf, der Hacker und ich krieg die ganze Zeit verschlüsselte Nachrichten? Nee, zu offensichtlich. Der Religionslehrer, ich krieg die ganze Zeit Bibelverse? Nee, ist mir zu offensichtlich. Sind meine Pillen weg. Alles, jetzt denkt man erstmal, das ist die Psychopathin, nee, die Psychologin da. Nee, ich belasse es wirklich dabei. Ich ändere meine Meinung nicht. Es ist immer der, von dem man es am wenigsten denkt. Wenn es nicht so ist, ist das Spiel, da hat es das Spiel eben sich zunutze gemacht, dass man immer davon ausgeht, es ist der, der am wenigsten erwartet. Also nehmen wir einfach den offensichtlichsten. Manche Filme heutzutage machen das hier. Der Mörder ist der, von dem man es direkt am Anfang erwartet, weil man einen Film heutzutage so nicht mehr guckt. Ich werde wahnsinnig vor Angst um dich. Geht. Geht, beruhig dich doch mal. Damals bei Bergmann zum Kotz steht da oben übrigens. Da steht nicht Klotz oder so, da steht Kotz. Wer nennt denn seine Firma Kotz? Kotz jetzt. Nur ein Lebenszeichen von ihr. Er ist sogar online. Kommt schon wieder irgend so ein Hacking-Scheiß? Noch ist deine Stunde nicht gekommen, die Zeit der Heimsuchung. Okay. Dann nicht. Wirkt auf mich erstmal sehr lebendig. Kann man machen. Komm jetzt. Jetzt haut raus, wer es ist. Jetzt sind wir beim letzten Tag. Ich stehe das sonst nicht durch. Irgendeiner von denen wird es ja wohl jetzt sein. Gibt's was Neues? Ich erreiche sie nicht, der Scheißkerl nimmt ihr immer wieder das Handy weg. Aber er hat den Vorraum zu ihrer Zelle mit lauter Fotos von Leo tapeziert. Der ist wie besessen von ihr, er will sie mir wegnehmen, ganz für sich haben. Ja, und warum sollte Garrett das machen? Der hatte die doch schon. Das hört sich sehr nach Obsession, nach einer Art Liebeswahn an. Solche Menschen überhöhen das Objekt ihrer Begierde, um es unerreichbar zu machen. Oder es ist auch unerreichbar für sie. Und sie bilden sich ein, dass diejenige, die sie so unermesslich lieben, sie ebenfalls wieder liebt, aber das nur nicht zeigt. Durch ihre meist kranken Liebesbeweise wollen sie ihr Liebesobjekt dann dazu bringen, diese heimliche Liebe zu offenbaren. Okay. Nennt man, glaube ich, heutzutage auch einfach nur Stalker. Dass er sie höchstwahrscheinlich nicht töten wird, er will sie ja weiter anbeten, etwas von ihr zurückhaben. Das geht mit einer Lebenden nun mal besser. Meistens. Aber er gibt mir zu verstehen, dass ich sie retten kann, wenn ich tue, was er von mir verlangt. Das ist noch ein anderes Problem. Er sieht dich als eine Art Rivalen an, weil sie mit dir zusammen ist. Ja.
Also muss er dich kontrollieren und nach seiner Pfeife tanzen lassen, damit du ihm nicht mehr in die Quere kommst. Wie lange muss ich mir das noch gefallen lassen? Hat er doch gesagt, ein paar Stunden. In ein paar Stunden ist er fertig. Schwer zu sagen, solche Wahnhaften sind nicht klar einschätzbar. Besser, du tust zumindest so, als ob du ihm zu Willen bist. Ja. Es ist so horrormäßig. Was du nicht sagst. Sei froh, dass du nicht die Heckerei machen musst. Er war bei mir in der Zelle und hat irgendwas vom siebten Siegel gesagt. Das würde bald geöffnet werden. Dann redet er auch noch mit so einer gruseligen Roboterstimme. Ein Stimmverzerrer? Ja, sonst weil du ihn wahrscheinlich sonst an der Stimme erkennst, ne? Ganz einfache Logik. Kann sein. Mir ist ganz schlecht vor Angst. Ich hole dich da raus. Wir schaffen das. Ja. Ist ja ihm irgendwas bekannt vorgekommen. Nein, wieder mit der Maske und der komischen Stimme. Es könnte nicht vielleicht doch Garrett sein. Alter, hör doch mal auf. Du willst unbedingt, dass der das ist, oder? Garrett ist größer, meine ich jedenfalls. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich denken soll. Es dreht sich in meinem Kopf. Ja, ist doch gut jetzt. Leute, ich will jetzt wissen, wer das ist und nicht ewig lang hier rumbabbeln. Was denn? Sie hat keinen Krebs. Das war von vornherein klar. Und ich war bei ihrem Arzt zur Besprechung im Krankenhaus. Der Tumor ist noch im Anfangsstadium und war klar abgegrenzt, sagt der Arzt. Das streut er noch nicht. Mama hat großes Glück, außer Bestrahlung muss sie nichts weiter über sich ergehen lassen. Also, ach, Krebs, Tumor, ja, dann. Ich melde mich. Ja, gut, dann ist der Tumor ja weg. Wäre auch ziemlich krass, wenn die deine Mutter hier jetzt einfach hätten sterben lassen. War die ganze Zeit drüben in Italien zum Sonnentanken. Wundervoll. Und dann sehe ich im Netz diese schrecklichen News. Und auch noch Marco, der war doch so ein anständiger. Jetzt sind ja echt die Knie. Sorry, Loretta, hab keine Zeit. Leo ist in Gefahr, der Mörder hat sie entführt. Welche Leo? Leonie, sie ist meine Freundin, wir wollen bald heiraten. Wollten wir das? Dann erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Ich weiß, dass sie schwanger ist, aber von heiraten? Echt jetzt? Leonie ist unserer Klasse und die hat der Killer jetzt auch? Ja. Hab ich, glaube ich, gerade gesagt. Viel Glück. Oh, mir fällt da noch was ein, wegen Marco und Leonie. Also Marco und ich waren mal näher, rein platonisch. Er brauchte jemand zum Reden, Probleme mit seiner Mutter und so, musste sie in einen Pflegeheim bringen. Die war total hinüber, dann ist auch noch, da ist dann auch noch gestorben. Ja, wundervoll. Ist es doch Marco, der von Anfang an? Jedenfalls hat Marco mir erzählt, er musste Leo heimlich Liebesbriefe zustecken. Der Rallye-Lehrer hat das verlangt, dafür kriegt er bessere Zensuren. Doch der Rallye-Lehrer? Ja, der, wie hieß er noch, Tiefenbrunner. Ja, der war total verknallt in Leo. Sie wäre sein Schicksal, seine Königin und es wäre alles Bestimmung. Lauter solchen Kram hat er zu Marco gesagt. Ich sollte es für mich behalten. Mit dem Tiefenbrunner wäre nicht zu spaßen. Der hatte echt eine Vollmeise, wenn du mich fragst. Es ist doch der Religionslehrer? Ach, das ist aber so offensichtlich. Weil natürlich, der Religionslehrer kennt sich mit Bibelsprüchen aus, also denkst du nicht, dass es der Religionslehrer ist? Schon klar. Sie krankes Arschloch. Das mu Warum verschlechtert? Ich musste das sagen.
Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Ist er es wirklich? Der Religionslehrer ist der Mörder mit den Bibelsprüchen? Ernsthaft? Ich weiß, wer es ist. Wow, also wenn er jetzt nicht noch irgendwie im Plot-Twist kommt und er gerade nur am Rumspinnen ist, wie der Wolf vorhin, der war ja auch am Rumspinnen, finde ich das ziemlich lahm. Der Religionslehrer. Der Mörder mit den Bibelsprüchen ist der Religionslehrer. Wow. Wow, das ist so offensichtlich. So offensichtlich denkt man nicht. Haben wir Jagdsaison? Was? Die Uniformierten haben mich heimgeh und durchsucht. Mit so einem offiziellen Wisch. Was? Welkselbiger von hinreichenden Verdachtsmomenten und Indizien für die Teilnahme an einer begangenen Straftat, Tötungsdelikt zum Nachteil von Mona Sartorius schwafelte. Was? Bin ich schon wieder im Kino? Hast du denen so einen Schwachsinn erzählt? Warst jüngst ja schon sehr seltsam gestimmt. Tut mir leid, hatte dich tatsächlich im Verdacht, aber der Polizei habe ich nichts gesagt. Geschenkt. Danke. Du musst mir helfen. Ich weiß, wer es ist. Habe es eben erfahren. Ein Lehrer an meiner ehemaligen Schule. Das ist so auffällig offensichtlich. Er hat jetzt meine Freundin in seiner Gewalt. Es geht um Leben und Tod. Was kann ich tun? Er heißt Horst Tiefenbrunner. Könntest du den mal orten? Ja, mach ich. Dann mach das. Der Religionslehrer mit den Bibelsprüchen. Und da das Lamm das siebte Siegel auftat, ward eine Stille in den Himmel und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel nahm ein Gefäß und füllte es mit Feuer und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Sie sind es, ich weiß alles. Und der siebente Engel posaunte, und da ist gekommen, die Zeit zu richten und zu verderben, welche die Erde verderbt haben. Blöden Bibelsprüche, die Liebesbriefe und Bewerbung und Markus gefälschte Strafanzeige, das ganze kranke Zeug. Sie war mein alles, vom ersten Moment an, sie ist mir bestimmt, mir und niemand sonst. Ich habe geschworen zu verderben, die sie verderben wollten und die sich widersetzten und versündigten. Das siebte Siegel war für sie allein. Denn sie ist die reine, die Erhabene, sie ist das Weib an meinem Himmel, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Sie sind sowas von kaputt. Jana, Niki, Jessie und Mona und Marco. Die waren doch alle harmlos. Sie waren verdorben. Jana, die falsche Prophetin, die den anderen sagte, was sie Böses tun sollten, gegen die edelste Blume unter den Frauen. Sie glaubte sich überlegen, die Reiterin auf dem weißen Pferd, die sich so gern als Siegerin fühlte und die dennoch vernichtet wurde. Nikola, die rote Zwietracht säte und Unfrieden brachte, die Ränke schmiedete gegen die Reine, sie in den Schmutz ziehen wollte. Sie musste sterben und verderben. Jessica, die Habgierige, die nur nahm und niemals gab, die mittat, wenn sie einen Vorteil davon hatte, die Streit suchte und Übles redete. Auch sie wurde schuldig gegen die Schönste und Edelste, deren Licht alles überstrahlte. Alter. So musste es ihr vergolten werden. Und Mona, die Rasende,
die ihren Eifer wandte gegen alle, die gut und gerecht waren und die mit böser Wollust gegen die Unantastbare wütete. Sie hatte den Tod im Blick und in den Worten und in den Worten und also fand sie den Tod. Und Marco, ach Marco, der einst ein folgsamer Bote meiner Inbrunst war, der sich widersetzte und mich verriet, der die eigene Mutter in einem Asyl verschmachten ließ, obwohl sie dem Teufel abgeschworen und den Weg zum rechten Glauben gefunden hatte. Ja, auch ihn musste die Strafe treffen. Also es scheint tatsächlich der Religionslehrer zu sein und der hat anscheinend einen richtigen Knall. Ist die Missgeburt. Der hat anscheinend echt einen kompletten Hau weg. Aber finde ich ein bisschen lahmarschig. Finde ich langweilig. Wer könnte bloß der Mörder sein, der die Bibelsprüche verfasst? Der Religionslehrer. Da denkt sich doch jeder erstmal nein, zu auffällig. Denkst du bist dir ebenbürtig? Nein, du zauderst, du winselst, du weichst vor jeder mutigen Tat zurück. Was soll ich denn machen? Du willst wissen, wie du deine Stärke beweisen kannst? Nö. Nun, so höre, nimm dieses Gefäß mit Feuer, schütte es auf die... Darf ich gleich fertig lesen? Nimm das Gefäß mit Feuer, schütte es auf die Erde und lass geschehen Donner, Blitze und Erdbeben. Das nennt sich Bombe. Du hättest auch einfach Bombe schreiben können. Eine Bombe? Ich soll eine Bombe zünden? Wieso denn? Wen soll die treffen? Entzünde sie und dein Nächster soll zu... Dein Nächster soll zu Schanden werden, denn du wirst töten, was du liebst. Dein Kind, das sie trägt, würde leben. Zündest du sie nicht, so wirst du es verlieren. Und nichts vermag es zu retten am Tage des Zorns. Meine Hand wird es vertilgen und vernichten. Entscheide, aber entscheide bald, sonst verlierst du alle. Warte, was? Also wenn ich die Bombe zünde, überlebt das Kind, womit mit dem sie schwanger ist, und wenn nicht, dann nicht. Aha. Lege mich wie ein Siegel auf ihr Herz, wie ein Siegel auf ihren Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Ist hier gerade eigentlich jeder irgendwie bekloppt geworden? Hört doch mal auf jetzt. Was ist das? Kannst du... Was soll mir diese Info jetzt sagen? Was ist das? Was? Du hast mir eine Nachricht geschickt mit, was ist das? Ich sehe das jetzt. Leider Fehlanzeige, konnten den Kerl nicht orten, kein Signal. Was ich gefunden habe, ist seine IP. Das ist ja wohl ein Scherz. Mit Hackerstufe 5 könnte ich auf seinen heimischen PC spazieren gehen. Sofort freischalten, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe echt keine Lust mehr auf diese Hackspiele da. Die gehen mir auf den Sack. Du hast die maximale Hackerstufe erreicht. Wundervoll. Wollte ich unbedingt. Hab's geschafft, ja, indem ich Geld ausgegeben habe. Ich gebe Gas, sobald ich was gefunden habe. Meld mich direkt. Ja, mach das. Bomben zünden? Er will mein Kind töten. Oder jemand, der mir nahe steht. Er kann ein Kind noch nicht töten, es wurde noch nicht geboren. Wahrscheinlich meine Mutter oder mein Vater.
bitte? Was ihm einfällt. Er hat eine Bombe und ich soll sie zünden. Dann sterben meine Eltern. Möglich wäre auch Daniel. Aber nein, der kann doch gar nicht gelandet sein. Wenn ich das nicht mache, bringt er unser ungeborenes Kind um. Perfide! Und was, wenn du dich nicht auf das Heimtückspiel einlässt? Dann sterben sie alle. Meine Eltern und Leo und mein Kind. Wie kann ich hier erraten? Ich darf dir gar nicht sagen, töte diese oder töte jene. Das wäre ungesetzlich und verstieße gegen die ärztliche Standesordnung. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, bring diesen Kerl um. Doch du weißt ja nicht, wo er ist. Ich nehme aber stark an, dass er blufft. Er suhlt sich in seinen Allmachtsfantasien und genießt seine Qual. Kennst du Norman Bates? Nö. Wen? Den Killer aus Psycho, Hitchcock, ist ein Waisenknabe gegen deinen Pauker. Lauter Videos von sterbenden Frauen, Fotos von Toten und so ein crazy Zeug und dann noch Stalker-Bilder von Mona und von deiner Freundin, nehme ich an. Der ist erledigt, ruft die Cops sofort. Okay, er ist wirklich der Religionslehrer, finde ich ein bisschen schade. Wohlan, denn es sei, jeder tötet, was er liebt. Hast du deine Wahl getroffen? Die Zeit läuft ab. Zünde die Bombe und lass Lee und mein Kind frei. Du wirst mich nicht dazu bringen, die Bombe zu zünden. Der plöfft nur? Meinst du, der plöfft nur? Soll ich es mal drauf anlegen? Das ist jetzt mal die erste interessante Entscheidung von diesem Spiel. Nö, ich zünd die nicht. Zünd sie selber. Wohlan, denn es sei, jeder tötet, was er liebt. Ich hab nicht getötet. Es brennt. Alles voll Qualm. Es gab einen höllischen Knall. Die Tür, sie ist offen. Ich muss hier raus. Also, guck, er hat die Bombe gezündet. Ich habe ihm gesagt, er soll sie nicht zünden. Er hat sie gezündet. Er hat sie trotzdem gezündet. Ist nicht meine Schuld. Tag 8. Oh. Das kam plötzlich. Ich habe nicht mit dem achten Tag gerechnet. Und einen hübsch hässlichen guten Morgen schon gesehen? Explosion in Paris, ein Toter, junge Frau konnte entkommen. Hot Pizza, geil! Konnte den Flammen entkommen. In der Rue Félix Voisin. Im 11. Bezirk gab es am Abend eine Explosion. In einem leerstehenden ehemaligen Puppenladen ging ein Brandsatz in die Luft und richtete erheblichen Sachschaden an. Eine junge Deutsche konnte leicht verletzt aus dem brennenden Haus ins Freie gelangen. Sie wurde von Rettungskräften in ein Hospital gebracht. Offenbar hatte ein Unbekannter sie in dem Haus gefangen gehalten, nachdem das Feuer gelöscht war. Fanden Feuerwehrleute eine verkohlte Leiche. Offenbar handelte es sich dabei um den Entführer. Seine Identität konnte noch nicht festgestellt werden, die Spurensicherung ermittelt. Wie von einem Polizeisprecher verlautete, vermutet man in dem Unbekannten auch den Täter in einer beispiellosen Mordserie, die sich in den vergangenen Tagen in Deutschland ereignet hat. Fünf junge Menschen fielen dem Täter zum Opfer. Die gerettete junge Frau sollte mutmaßlich das sechste Opfer werden. In dem Fall arbeitet die französische Polizei eng mit den deutschen Kollegen zusammen. Weitere Ergebnisse sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Explosion in Paris. Ein Toter. Junge Frau konnte entkommen. Mann, bin ich erleichtert. Konnte sie gestern nicht mehr erreichen. Stell dir vor, der Typ wollte von mir, dass ich das Go für die Bombe gebe.
Ja, und ich hab's gelassen. Er wollte entweder Leo töten oder ich sollte meine Eltern oder so in die Luft gehen lassen. Aber der hat ja wohl tatsächlich geblufft, wenn die Bombe bei ihm selbst hochgegangen ist. Ich bin trotzdem fix und fertig. Kann ich nachfühlen. Offenbar hat der Junge falsch hantiert mit dem Feuerwerk und sich dabei selbst in die ewigen Jagdgründe katapultiert. Geschieht ihm recht? Steht da noch was von Leo? Der hat dir den kompletten Artikel geschickt, also irgendwie nicht, oder? Dass sie von dem verbrannten Täter gefangen gehalten wurde und durch die Explosion ins Freie konnte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und dass man vermutet, der Entführer sei auch für eine mysteriöse Mordserie in Deutschland verantwortlich. Ich habe gestern Abend noch den Kommissar von der Soko informiert. Habe ich das? Dass unser Lehrer ist und dass er Leo hat und so weiter. Die müssen sich jetzt langsam alles zusammengereimt haben. Aber obwohl es anscheinend wirklich der Rallye-Lehrer ist, will ich an der Stelle nur mal kurz festhalten, als ich Tom geschrieben habe, dass er sich melden soll, hat er sich nicht mehr gemeldet. Das nur mal so nebenbei. Na bitte. Hier wird gesagt, die französische Kripo würde eng mit den deutschen Kollegen zusammenarbeiten. Na bitte, nun kannst du aufatmen. Schauen wir mal, war kurz angebunden der Bulle. Sie würden dem nachgehen, hat er gesagt. Ist nicht gut, auf mich zu sprechen. Und ich war immer höflich. Er hat mir noch einen vorbeigeschickt für meine Fingerabdrücke, DNA und so. Ja, machen die immer. Das mögen die. Wieso das denn? Reine Routine, hat aber was mit der Pillenschachtel zu tun, die sie bei Mona gefunden haben. Wie kommt die denn dorthin? Meine Pillen sind weg. Der Tiefenbrunner war bei mir in der Wohnung, da bin ich sicher. Na, weiß der wirklich, wo du wohnst? Aber hallo. Alles sehr geschickt eingefädelt, wenn du nochmal Hilfe brauchst. Ja, danke. Vielleicht kommt dir noch der übelste Plot-Twist. Vielleicht kommt noch der Plot-Twist, weil ein Religionsmörder ist dann der Religionslehrer. Das ist so offensichtlich. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass auch ein Plot-Twist kommt. Es gibt wahnsinnige Neuigkeiten. Guck, er hat sich darauf nicht gemeldet. Der meldet sich nicht. Er meldet sich nicht. Ich bin's, alles gut. Top, wo bist du? Noch in der Klinik, die haben mich über Nacht hier behalten zur Beobachtung. Vorher hat man mich komplett durchgecheckt. Alles in Ordnung soweit, hab nur ein paar Kratzer und dem Baby geht's gut. Naja, ein bisschen groggy bin ich schon. Das. Die beste Nachricht des Jahrhunderts. Sag, hast du ihm eigentlich noch erkennen können? Hast du? Nein, er war bis zum Schluss maskiert. Und gesagt hat er auch nichts mehr. Das heißt doch sowas von. Sowas von Werk bald vollenden und Engel und Siegel. Den Rest habe ich nicht verstanden, wieder mit dieser komischen Stimme. Kein Schimmer, wer das gewesen sein könnte. Es war der Tiefenbrunner. Was? Der Rallye-Lehrer? Wie kommst du denn da drauf? Loretta hat mich darauf gebracht. Naja, Loretta hat dich lediglich drauf gebracht, dass der Brunner in die Olle verknallt ist. Unsere Loretta, ja, der Dreckskerl hat ihr damals schon diese Liebesschnulzen fabriziert. Und Marco musste sie ihr zustecken, hat sie mir erzählt. Die waren gar nicht von Marco. Der hat ja einen Vollschaden. Hatte, zum Glück, der wollte dich opfern für seine Psychokacke. Jetzt verstehe ich auch, was er meinte mit töten, was man liebt. Ich habe niemanden getötet. Niemanden, nicht einmal.
Das hat er gesagt zu dir? Jupp. Der hat mir die ganze Zeit über kryptische Botschaften geschickt. Sowas aus der Bibel. Und eine von jedem Mord. Ich durfte nur nichts sagen. Du warst in Gefahr. Erzähle ich dir später. Oh Gott, das ist ja abgefahren. Was musst du ausgestanden haben? Ich war so happy mit meinen Zootieren. Egal, Hauptsache dir ist nichts passiert. Wann lassen sie dich gehen? Ich glaube heute Mittag noch. Ich nehme dann den nächsten Flieger. Spätestens am Nachmittag bin ich zurück. Boarding startet gerade. Von mir aus. Was Neues? Leo ist frei, ihr geht's den Umständen entsprechend. Der Killer ist hin. Verbrannt. Wow, thank Gott, ein richtiger Action-Thriller. Wir sehen uns. Ja, es sollte eigentlich ein Horror-Thriller sein, aber geht. Müssen wir jetzt hier jedem Bescheid sagen, ist vorbei. Leo, dem Kind geht's gut. Gott sei Dank, hab schon alles erfahren. Wo ist sie? In einer Klinik in Paris. Sie wird nachher entlassen und kommt mit dem nächsten Flieger. Der eigentliche Schock kommt wahrscheinlich noch. Das geht meist mit Verzögerung. Meinst du? Sie braucht Zeit und Ruhe, um das zu verarbeiten, und sie braucht dich. Du musst jetzt für sie da sein, so wie sie für dich da war. Ja, mache ich. Können wir dann. Schau jetzt auch nach vorn und versuch mal wieder in die Normalität zurückzufinden. Geh raus unter Menschen, lebe einfach, sei stark, du hast bald eine Familie. Schaffst du das? Nein. Definitiv nicht. Gut so. Ich bin stolz auf dich. Schön. Das ist furchtbar. Was? Du hast die anderen Kuchen nicht geschafft. Ich habe es eben im Frühstücksfernsehen gesehen. Die arme Leonie. Diese vielen Toten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, jetzt ist ja vorbei. Sind die Kuchen fertig? Das interessiert mich viel mehr. Wie geht's dir? Ist mit dem Baby alles in Ordnung? Ja. Was mit den Kuchen ist, habe ich gefragt. Ich möchte die Kuchen haben. Na Gott sei es gepriesen und getrommelt. Der Reporter sagte, sie wissen noch nicht sicher, wer der Entführer ist, aber es ist wohl auch der Mörder, nicht? Ja, unser Religionslehrer. Wie kann sowas nur angehen? Der war krank, schwer gestört, aber nun kann er nichts mehr anrichten. Das ist immerhin beruhigend. Dann haben wir einen Grund mehr zum Feiern. Meinst du, du könntest vielleicht doch zu uns kommen? Papa könnte euch abholen, dich und Leo. Ich glaube, das geht. Ja. Hier geht es schließlich um Kuchen. Da kann man sich ruhig mal zusammenreißen. Wie schön. Dann wären wir alle beieinander. Ja, das passiert nun mal bei Familientreffen. Du schon wieder. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe gerade mit Leo telefoniert. Ich hatte ja keine Ahnung. Tut mir echt leid. Siehst du, er hat mit ihr telefoniert. Es ging nur um die Nummer. Nee, nicht okay. Ich habe mich bös vergriffen. Hatte allerdings meistens einen in der Krone. Da legt man die Worte nicht auf die Goldwaage. Ja, ist sehr gut.
Scheint ja ein richtiger Kumpel zu sein. Mit Leo ist übrigens alles geregelt. Sie gibt mir ein Darlehen. Was? Warum? Warum macht die das? Also dann nichts für ungut. Gut. Warum gibt er dir Geld? Nur mal so zur Info, Tom hat sich immer noch nicht gemeldet. Soko Bibel hier. Ja, so haben die sich genannt, die Soko Bibel. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Okay, die gute ist, ihre DNA passt nicht mit der des mutmaßlichen Täters im Falle der sexuellen Nötigung zum Nachteil der verstorbenen Jana Kröger überein. Die Untersuchung stand ja noch aus. Okay. Wir haben ihre Fingerabdrücke auf der fraglichen Medikamentenschachtel neben der Leiche von Mona Sartorius gefunden. Desgleichen auf einen Schlüssel, den die Pariser Kollegen am Tatort gestern sichergestellt haben. Wir haben einen Haftbefehl für sie erwirkt. Sie sind dringend tatverdächtig des Mordes in mindestens 4 Fällen oder der Beihilfe bzw. Mittäterschaft. Ferner wird bei ihnen wegen eben des dringenden Tatverdachts eine Hausdurchsuchung stattfinden. Was, der Mörder ist doch tot. Ich habe ihnen gestern gesagt, der Tiefenbrunner war's. Wir haben in Dr. Tiefenbrunners Wohnung nichts Verdächtiges finden können, das ihre Vorwürfe gegen ihn erhärtet hätte, ebenso wenig in seinem Computer. Das Opfer der Explosion in Paris ist definitiv nicht Herr Dr. Tiefenbrunner. Die DNA des Toten stimmt nicht mit der an seinen persönlichen Gegenständen gefundenen DNA überein. Wer war es dann? Die forensischen Untersuchungen laufen. Wir werden es bald wissen. Halten Sie sich bereit, die Kollegen sind bereits unterwegs. Schön. Seit mir liegt ein Haftbefehl vor. Die kommen mit Durchsuchungsbefehl, aber er warnt mich vorher mal per WhatsApp. Was? Warum macht er das? Bin gerade gelandet, die Polizei hat sich bei mir gemeldet. Das ist schön für die Polizei. Die ist ja sehr zuvorkommend. Ich soll auf dem schnellsten Weg nach Hause fahren und möglichst nicht mehr rausgehen. Verstehe das alles nicht. Sie sagen, der Mörder ist noch am Leben. Ich weiß, da ist jemand anderes verbrannt. Wer, das wissen Sie noch nicht. Aber der Hammer ist, Sie wollen mich verhaften. Der Tiefenbrunner will mir alles in die Schuhe schieben. Dieses Schwein, der hat das alles eingefädelt. Sie haben meine Pillenschachtel und Schlüssel am Tatort gefunden, beide mit meinen Fingerabdrücken. Was? Wie kann das denn sein? Der war bei mir in der Wohnung und hat das mitgehen lassen. Stell dir das mal vor. Platziert die Sachen gut sichtbar neben Monas Leiche und jetzt noch in Paris, wo er dich festgehalten hat. Aber wenn man jetzt gleichzeitig bedenkt, dass meine Psychologin bestätigt hat, dass ich zu unfähig bin, das Haus zu verlassen, ist es eigentlich schon wieder totaler Bullshit. Und ich sitze in der Scheiße, gleich kommen die Bullen und nehmen mich mit. Oh Gott, du brauchst ganz schnell einen Anwalt. Ich frag mal meine Scheidungsanwältin, ob sie einen guten Verteidiger kennt. Ja, mach das, aber reg dich nicht auf, du musst dich jetzt ausruhen. Es wird sich alles aufklären. Oh, der Täter meldet sich ja noch. Stück um Stück. Ich wollte ihn führen, ihn bringen zu meinem Haus. Aha. Wen haben Sie umgebracht? Will Gott, dass wir zurückschauen? Ich gebe dir die Möglichkeit dazu. Sofort. Keine Lust zu hacken. Wenn das Spiel jetzt sowieso bald um ist.
Du hast eine Chataufzeichnung von Dr. Tiefenbrunner erhalten. Jetzt abspielen. Ja. Mach. Vor 3 Tagen. Schon als Schüler leicht zu beeinflussen, Schuldkomplexe wegen tödlichen Unfall, daher ein williges Werkzeug für meinen Plan. Herr Tiefenbrunner, ich brauche Ihren Rat. Worum geht es? Mein Freund ist in einer schlechten Verfassung, daran bin ich auch mit Schuld. Du meinst der Unfall damals? Genau, und jetzt die Sorge um seine Leonie. Das packt er alles nicht. Er kann ja praktisch nicht aus dem Haus und die Polizei will er auch nicht einschalten. Ich muss was tun. Ich verstehe dich, du willst es wieder gut machen. Das ist ein sehr nobler Gedanke. Du könntest, wenn es deine Zeit erlaubt, zum Beispiel nach Paris fahren und ein Auge auf das Mädchen haben. Nach all dem, was ihr beide zusammen gepuzzelt habt, scheint sich der geheimnisvolle Mörder dort aufzuhalten. Es deutet alles darauf hin, aber ich muss vor Ort noch weiter recherchieren. Tu das, Tom. Wenn ich dir dabei helfen kann, jederzeit. Und Sie meinen, ich sollte ihm nichts davon sagen? Wäre vielleicht besser, denkst du nicht? Er ist doch ohnehin schon sehr belastet. Dann würde er sich nur unnötig weitere Sorgen machen und dich womöglich davon abbringen. Aber du kannst schließlich auf dich selbst aufpassen. Aber sicher. Gut, dann mach ich das so. Also er hat sich in die Luft gejagt, oder was? Vor 2 Tagen? Was kommt denn jetzt noch alles? Bin auf dem Weg, schon hinter der französischen Grenze. Es eilt, wo jetzt auch noch Mona tot ist. Furchtbar ist das. Ganz grausam. Derjenige scheint es mit der Apokalypse wirklich ernst zu meinen. Fahr so schnell du kannst. Du hast keine Zeit zu verlieren. Sie hatten übrigens recht. Ich habe kurz angedeutet, ich würde nach Paris fahren. Da hat er mich sofort stoppen wollen. Siehst du? Habe ich es nicht gesagt? Du machst richtig, Tom. Das wird auch dein Gewissen entlasten. Du wirst alles hinter dir lassen. Ein bisschen mulmig ist mir schon. Vielen Dank, dass Sie an meiner Seite sind. Das ist doch selbstverständlich. Gib mir immer Bescheid, wo du bist. Dein Unternehmen ist ja nicht ungefährlich. Falls etwas passieren sollte, kann ich sofort Hilfe besorgen. Super von Ihnen. Sie sind schon schwer in Ordnung. Oh, also war es doch nicht. Also war es wirklich der Religionslehrer. Das ist ja blöd. Das ist einfach nur blöd. Ich habe das Puzzlespiel entschlüsselt. Gratuliere! Wo bist du inzwischen? Was hast du denn herausgefunden? Ich bin jetzt in Paris. Ich übernachte erstmal im Auto. Also das Schlüsselwort war Leo. Den Weg oder besser Friedhof, der nach Camel Jordan benannt ist, hatte ich ja schon kombiniert. Ja, kennt man ja. In diesem Friedhof gibt es ein bestimmtes Familiengrabmal. Die hießen Werefkin. Das war der geheime Code und da gehe ich morgen früh hin. Verstehe, du willst einen letzten Hinweis finden. Das klingt einleuchtend, aber sei vorsichtig. Ich ziehe das jetzt durch. Ich will Leo retten. Das muss ich für ihn tun. Recht so. Du bist ein anständiger und mutiger junger Mann. Und du wirst tun, was du tun sollst, bis zum Letzten. Gestern. Gerade eben war es vor 8 Stunden, jetzt gestern. Ich bin jetzt auf dem Friedhof, genau an der Stelle.
Vorzüglich, weiter so. Schau dich mal um. Fünf Minuten später. Ich weiß, wo er ist. Hinten an dem Monument war es eingeritzt. Erst die sieben. Und dann die Adresse, da hält der Leo gefangen. Ich muss dorthin, bevor es zu spät ist. Gut gemacht, beeil dich, die Zeit drängt. Bring es jetzt zu Ende. Zwanzig Minuten später. Ich bin da, ein leerstehendes Puppengeschäft. Ziemlich abseits. Magazin de Poupées. Kann man noch lesen. Daher die Puppe auf dem letzten Stück, das er geschickt hat. Klug kombiniert, du bist auf jeden Fall richtig. Nicht nachlassen, gleich ist es soweit. Ich gehe rein. Er geht rein. Guter Junge. Gib auf dich acht. Grüßen Sie ihn, falls mir was zustößt. Wen? Oh, das werde ich. Todsicher. Okay. Wurde abgespielt, in der Tat. Recording kodiert, Speicherung der Daten nicht möglich. Musst du auch nicht. Und wenn er siebenmal zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben, denn ein Freund liebt jederzeit und wird ein Bruder in der Not. Denn jeder tötet, was er liebt. Tom, warum Tom? Sie mieses Schwein, Sie haben mich reingelegt. Abgesehen davon, ich war das nicht. Ich habe keine Bombe gezündet, will ich an der Stelle nur mal erwähnt haben. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Aha. Tag 9. Jetzt kann ich ja erst recht beweisen, dass es ist und ich nicht, oder? Ich will den ganzen Chatverlauf. Also nicht den von gerade eben, sondern generell hier alles. Sollte ich nicht eigentlich gerade im Gefängnis sein? Wollte die Polizei mich nicht abholen? Bist du wach? Schlecht geschlafen, hab dauernd von dem ganzen Mist geträumt, immer wieder schweißgebadet aufgewacht. Aber wie geht's dir? Ich hab das Gefühl, die ganze Welt bricht zusammen. Tom, er ist durch die Bombe verbrannt. Tom war es. Ich drehe hier durch. Was? Dieser perverse Dreckskerl hat es mir gestern Abend noch gepostet, bevor die Bullen mich verhaftet haben. Aber wieso denn? Wieso war Tom da? Ich verstehe das nicht. Tiefenbrunner hat ihn gezielt dahin gelockt. Tom wollte dich retten, weil ich es nicht konnte. Oh, ich habe ihn versucht abzuhalten. Warum hast du nicht gehört? Wie krank ist das denn? Ja, ich kann nicht mehr. Dann hören wir jetzt auf. Hock hier in dieser Zelle. Mein bester Freund ist verbrannt. Am liebsten würde ich. Du hockst in der Zelle und hast ein Handy in der Hand. Krass. An sowas darfst du nicht mal denken. Wir holen dich da raus. War der Anwalt bei dir? Ja, ist eben weg. Sieht echt blöd aus. Der ganze Chatverlauf mit dem Dreckskerl ist gelöscht.
Auf seinem Rechner auch, alles weg, kann nichts beweisen, auch nicht, dass ich nur zu Hause war. Quatsch. Keine direkten Zeugen und dann haben sie auch noch Jessys Kette bei mir in der Wohnung gefunden. Oh nein, aber irgendwas muss doch für deine Unschuld sprechen. Annalena soll ein Gutachten machen, dass ich gar nicht dazu in der Lage war, jemanden zu töten. Er will Haftverschonung erreichen. Das hört sich schon mal gut an. Ich könnte doch auch sagen, ich hätte Tiefenbrunner erkannt. Ihm ist die Maske mal verrutscht oder so. Das glauben die nicht. Das hättest du gleich sagen müssen. Ich stehe schließlich unter Schock, da ist man irgendwie blockiert. Das könnte Annalena auch hindrehen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Die denken ja, ich hätte den Entführer als Komplizen. Nee, brauchst du nicht. Aber es gibt doch keinen Grund, kein Motiv. Warum solltest du sowas tun? Das sagt der Anwalt auch. Da setzt er an. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Tom tot ist. Ach ja, dann ist er halt tot. Tiefenbrunner hat seinen Tod von Anfang an geplant und Tom wollte dich einfach nur retten. Ja, send das bitte. Ich könnte ihn umbringen, auf der Stelle. Und Schluss machen, die wissen nicht, dass ich mein Handy habe. Hat der Anwalt reingeschmuggelt. Ah, okay. Geil, macht sich der Anwalt auch noch strafbar. Sauber. Ja, was mit dir eigentlich? Hallo, Sie erinnern sich an mich? Ich habe Leonies Reportage betreut. Ja, was gibt's gerade ungünstig? Ich kann Leonie nicht erreichen. Richten Sie ihr bitte mein volles Mitgefühl aus. Ich habe alles im französischen TV gesehen. Tut mir so leid. Wie ist das überhaupt möglich? Wie kann man eine Arbeitskollegin haben auf einer gefälschten Bewerbung? Also, das Ausstellungsschreiben war ja inszeniert. Das hat es nie gegeben. Wer ist das dann? Aber wir bringen ihre Fotos gleich im nächsten Heft. Sie kommt ganz groß raus. Ich denke, die Bewerbung war nicht echt. Oder habe ich da irgendwas missverstanden? Und wenn sie sich erholt hat, kann sie den nächsten Auftrag machen. Das soll ich vom Chefredakteur bestellen. Das ist nett. Bin an was dran. Top. Das wäre deine Rettung. Melde mich wieder. Kannst du dich bitte noch ein bisschen kryptischer ausdrücken, sodass keiner mehr versteht, was du meinst? Soll ich es vielleicht vorher nochmal aufhacken? Wie geht's dir? Na, wie immer. Mit deinem Anwalt gesprochen. Das ist ungeheuerlich, dich zu verhaften. Ich werde dir die Hölle heiß machen. Verlass dich drauf. Mach das. Fertig? Oh Junge. Die Erde und Himmel verschwinden. Okay. Willst du mich eigentlich ganz verarschen? Wir sind inzwischen bei Tag 9, es sollten eigentlich nur 7 sein. Junge.
Bin bei ihm. Bei wem? Was? Bei wem? Er hat alles gestanden. Der ist voll Schizo. Der Tiefenbrunner mit dem Messer. Wow. Wieso bist du da? Er hat sich bei mir gemeldet und gesagt, wo er ist. Sitzt hier im dunklen Raum, hat sich selbst mit Handschellen gefesselt. Der ist wahnsinnig. Jetzt muss er bezahlen für alles, was er uns angetan hat. Nee, mach das nicht, du kommst in den Knast. Das nennt man Selbstjustiz. Wenn schon, so einer darf nicht weiterleben. Tu's nicht, Leo, genau das will er doch. Der hat alles geplant, sogar seine persönliche Apokalypse. Okay, mach ihn alle, jetzt ist eh egal, was aus ihm wird. Wenn du ihn auch noch umbringst, dann kann man das glauben, können, kann man, haben wir, glaube ich, keinen Zeugen mehr, der wirklich bestätigt, dass wir es nicht waren. Wenn man ihn jetzt verhaftet und er ist tot, kann er das nicht bestätigen. Nee, das ist halt Quatsch. Abgesehen davon ist das halt wirklich Selbstjustiz, die würde selber im Knast landen. Ich meine, die kann den meinetwegen, kann die den umbringen, mir ist das egal, aber wenn man es lassen kann, sollte man es sein lassen. Dieser siebte Siegelschwachsinn, der sieht sich noch als Märtyrer. Dann soll er bluten. Lieber gehe ich ins Gefängnis, als dass der frei rumläuft und weiter den Killer macht. Und du kommst raus und kannst auf mich warten. Leo, geh nicht auch du ihm in die Falle. Denk an unser Baby. Denk du mal. Und denk bitte jetzt ein bisschen schneller. Weil die Aufnahme geht schon relativ lang. Ich will jetzt nicht noch irgendwie noch ein Part machen müssen. Ja, die antwortet dir nicht mehr. Merkst du das eigentlich nicht? Ich würde jetzt doch irgendwo gern mal zum Ende kommen. Okay, ich habe die Polizei informiert. Sehr schön. Vierzehn Tage später. Och, Leute. Ist doch auch mal gut jetzt irgendwann. Huch, alle Chatverläufe weg. Wie geht es dir heute? Wie steht's mit deinen Fortschritten? Ganz gut, ich war gestern bei meinen Eltern zum Kaffee. Mein Bruder aus Amerika ist immer noch da. Und wie bist du hingekommen? Hin bin ich zu Fuß gegangen, tat richtig gut, fast eine Stunde zu laufen und zurück hat mich Daniel gefahren. Wir haben ein paar Mal angehalten, aber insgesamt ging es. Fantastisch, das ist ja besser als ich dachte. Ich glaube, die ganze Angst um Leo hat meine Angst einfach ausgelöscht. Sie ist so unwichtig geworden. Das ist gut möglich. Eine Pferdekur, aber wirksam. Wie geht's Leo? Sie ist froh, dass der Kerl endlich hinter Gittern sitzt und ich dafür rauskam. Mein Anwalt meint, der kriegt lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung. Und Fakt ist, wenn ich nochmal einen Teil von 7 spielen werde, nehme ich einen. Und ich kann mir aussuchen, wen ich unter Verdacht habe, nehme ich nicht den, von dem man es am wenigsten erwartet. Und hoffe auf einen Plot-Twist, sondern ich nehme einfach irgendeinen, von dem man es erwartet. Weil anscheinend gibt es keinen Plot-Twist. Bei der Beweislage, der kommt nie wieder frei. Wie habt ihr das mit diesen Beweisen eigentlich hingekriegt? Mein Kumpel Wolf hatte seinen Rechner gehackt, dort alles entdeckt und zum Glück gesichert. Den Tiefenbrunner hat danach alles gelöscht.
So hätte man ihm nie was beweisen können, aber dank Wolf, ja. Und was macht ihr beide jetzt, du und Leo? Wir haben heute Morgen eine tolle Wohnung besichtigt, Erdgeschoss mit Garten. Der Vermieter hat uns den Zuschlag gegeben, wir können anfangen zu packen. Wow, das ging unfassbar schnell. Das ist wunderbar. Und Leo hat einen neuen Auftrag. Eine Fotoreportage für ein Wolfsgehege. Ist das nicht witzig? Nein, schön. Witzig? Ja, manchmal passt alles zusammen. Mach weiter so. Ja, weil der Typ Wolf heißt. Mein Gott. Ah, ein herzliches Hallöchen. Lange nichts mehr gehört. Du bist wieder frei wie der Wind. Ja, schon seit über 10 Tagen. Wo hast du dich denn rumgetrieben? So hier und dort, wohin das Leben mich so verschlägt. Klingt geheimnisvoll, dabei wollte ich mich doch endlich bedanken für deine unschätzbare Hilfe. Okay, bitte, bitte, dafür nicht. Wenn ich von dem Tiefenbrunner Dreck keine Kopie gezogen hätte, wäre ich ja mit dem Klammerbeutel gepudert worden. Als ich von deiner Inhaftierung hörte, dachte ich, den hirnrissigen Bullen sollte man schnellstens auf die Sprünge helfen. Nicht so bescheiden und ich sähe die Lage mies aus. Und der Typ wäre glatt davongekommen. Und ich wollte er hinhängen. Das konnte ich doch nicht zulassen. Jeder hätte das getan. Ja, war toll von dir. Lass mal stecken. Nein, nein, wir revanchieren uns. Meine Leo und ich. Wie wär's mit einem super tollen Menü in einem schicken Gourmet-Tempel? Oder einfach zu Burger King? Das ist viel cooler. Ach was, gib mir mal ein Bier aus und gut ist. Nee, nee, so leicht kommst du uns nicht davon. Doch Bier ist okay. Bier ist voll okay. Spricht nichts gegen. Hab mal was ausgemisst, unglaublich, was man alles wegwerfen kann. Mach gerade eine Pause zum Verschnaufen, eigentlich ist die Räumerei eine gute Ablenkung. Nichts Schweres tragen. Ja, Herr Doktor. Ich muss nicht ständig dran denken. Mir wird erst langsam bewusst, was alles passiert ist. Annalena würde sagen, das ist normal. Hast du mal mit ihr gesprochen? Ach Leute, müsst ihr das Endgaming wirklich so in die Länge ziehen? Sollte ich vielleicht. Er wird für immer weggesperrt werden. Wir sind vor ihm sicher. Wenn er ausbricht, dazu wird er zu streng bewacht. Die wissen um seine Gefährlichkeit. Aber die Polizei soll doch nach einem Komplizen suchen. Der Anwalt sagte sowas in der Art. Das sind reine Vermutungen. Mach dir keinen Kopf. Dass zwei Leute derart durchgeknallt sind, ist doch sehr unwahrscheinlich. Nee, ist es nicht. Aber wer sollte der zweite sein? Wird wohl so sein. Viel schwerer zu ertragen, finde ich, was mit Tom passiert ist. Das Thema hatten wir. Wir müssen doch nicht jetzt jedes Mal darüber reden. Er war so ein wertvoller Mensch. Ich werde ihn immer vermissen. Ich verdanke ihm viel. Lass uns von was anderem reden. Wann musst du für deinen neuen Auftrag weg? Nächste Woche und ich kann dich wirklich mit dem ganzen Umzugskram allein lassen. Ich habe doch Zeit und dir wird die Arbeit gut tun. Also wenn der Moment gekommen ist, wo Arbeit gut tut. Aber heute machen wir uns einen gemütlichen Abend, ja? Ja. Hallo, mein Junge. Ich wollte dir nochmals sagen, wie froh ich bin, dass du zu Besuch warst. Toll, dass du es geschafft hast und dann auch noch im Wagen zurückfahren. Daniel hat erzählt, wie tapfer du dich gehalten hast.
Es hilft mir enorm, dass ihr mich so unterstützt. Wir sind doch deine Familie, das gehört sich so. Und geht es Leo soweit gut? Was musste die Arme alles durchmachen? Und Tom, ich kann gar nicht daran denken. Das macht mich ganz krank. Das darf es nicht, Mama. Du musst dich jetzt schon und auf deine Heilung konzentrieren. Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich mit jedem Charakter das Thema durchgehe. Ja, das ist aber nicht so einfach. Ich wünschte, ich hätte Daniels Naturell. Den wirft einfach überhaupt nichts um. Wie lange bleibt er noch? Oh Leute, bitte, kommt doch mal in die Pötten. Ein paar Tage, eine Woche, das ist noch nicht entschieden. Und okay, wir sehen uns am Wochenende. Das ist schön. Was willst du denn? Ich wollte mich noch mal kurz melden. Ja, war richtig super, euch zu treffen. Ja, wir Überlebenskünstler müssen uns schließlich zusammenhalten. Überlebenskünstler, die ist abgehauen. Die ist einfach abgehauen. Und die stand noch nicht mal auf dem Plan von dem Mörder. Gemeinsam sind wir stark. Wenn du magst, kannst du uns in der neuen Wohnung mal besuchen. Die Ju würde sich freuen. Meinst du? Kleine Housewarming-Party? Sowas in der Art. Ja. Ja. Bye bye, ich freue mich. Okay. Gut, die hat deswegen ist nicht ganz so lang gequatscht. Noch einer? Natürlich, ich habe nur darauf gewartet, dass du noch kommst. Alles im grünen Bereich, wie man es nimmt. Echt hardcore mit eurem Pauker. Wird hoffentlich verknackt auf ewig. Sieht danach aus, besondere Schwere der Schuld, sagt mein Anwalt. Damit kommt er nicht vorzeitig raus, wegen guter Führung oder so. Wäre ja auch noch schöner. Und dein Freund hat sich bei Leos Befreiung geopfert. Hammerkrass. Ja, hammerkrass. Er war ein richtig guter Mensch. Ja, tut mir echt leid. Also, weshalb ich mich melde? Ich brauche Geld. Ist mir alles ziemlich peinlich. Ich war unmöglich, wenn ich gewusst hätte. Wenn du mit mir nichts mehr zu tun haben willst, würde ich voll verstehen. Mach kein Drama draus. Verbessert. Ich hatte keine Wahl, außer das zu sagen. Bist ein echter Kumpel. Man sieht sich vielleicht, ja, möglich. Oh, Junge. Ja. Gut jetzt, Alter. Eine Sache noch, wollte ich dich schon die ganze Zeit fragen, passte nur nicht. Stimmt das? Du hast ein Schwarzgeldkonto? Hatte. Wie das? Gesperrt, konfisziert, Ende Gelände. Gott kennt Gnade, das Finanzamt nicht. Was glaubst du, warum ich so dringend Kohle brauchte? Also, bis die Tage. Kannst du uns beim Umzug helfen? Wäre eine Idee. Aha. Betäubende Tropfen zur abendlichen Zeit, eine Nacht der Demut und Fruchtbarkeit.
Im Arm deiner Mutter, die dich schweigend hält, blinzelst du vorsichtig ins Licht der Welt. Ich nehme euch die Freude und ich denk, dies ist mein Kind, ein Gottesgeschenk. Wieso kannst, was soll das? Wieso kannst du schreiben? Was mit meinem Sohn? Och. Ja, spiel die Scheiße doch einfach ab. Danke. Vor 3 Tagen. Tom schreibt: Hey Süße, sorry, dass ich gestern so schnell ab bin. Fand den Mädelsabend trotzdem echt schön. War aber echt müde und die Musik war nicht so meins. Bist du noch gut nach Hause gekommen? Nicht wirklich, mir geht's gar nicht gut. Bin früh morgens auf dem Rücksitz in mein Auto aufgewacht. Irgendwer muss mich ins Auto gebracht haben. Das Auto war zugesperrt, der Schlüssel lag jedoch draußen auf dem Boden. Bist du denn noch so lange geblieben? Wer war denn dein Begleitschutz? Das ist das Schlimmste, ich weiß es nicht. Totaler Blackout, kann mich nur noch an Bruchteile erinnern. Ich wollte den Cocktail leer trinken und nach Hause. Dr. Tiefenbrunner? Ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern, was danach war. Ich werde noch verrückt, so kenne ich mich gar nicht, das war nicht ich. Tom schreibt: Jemand muss dir etwas in den Drink getan haben. Ich vermute GBH, besser bekannt als K.O.-Tropfen. Aber sonst alles soweit okay bei dir. Dr. Tiefenbrunner schreibt: Hä, wieso steht da unten Tom schreibt? Ich denke schon, bis auf sengende Kopfschmerzen. Okay, dann ist hier zum Glück nichts Schlimmes passiert. Gott sei Dank. War das richtig, dass da Tom schreibt stand? Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich sie liebte in der Nacht des gesegneten Leibes. Aha. Und ihr Mütter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Aha. Ende. Fortsetzung folgt. Mich hat das jetzt ein bisschen verwirrt. Es wurde eine Sicherheitslücke im BIG-System entdeckt. Eine DDoS-Attacke hat die Serverkonfiguration verstellt. Der Fehler ist in K118 Minuten behoben. Bis dahin bekommst du BIGs für den. Aha, gleichen Preis. Hä? Von mir aus. Murder Pop-up Wrong. Ja. Ich tippe einfach mal auf Ja. Da öffnet sich echt die Internetseite. Du hast das Ende von 7 tödliche Offenbarungen erreicht. Doch es bleiben viele Fragen offen. Hat Dr. Tiefenbrunner einen Komplizen? Oder steckt tatsächlich jemand anderes hinter der Mordserie? Spielen nun Teil 2 und erfahre, wie es weitergeht. Garantiert spiele ich das jetzt nicht. Das kannst du so vergessen. Fertig? Fertig. Durchgespielt. Ich spiele den zweiten Teil eventuell irgendwann mal, aber definitiv nicht jetzt sofort. Ja, Tom war nicht der Mörder. Hätte ich gedacht, weil man es halt eben nicht von ihm erwartet hat, dass der Religionsmörder, der Religionslehrer der Mörder sein soll. Finde ich ein bisschen lahm. Finde ich langweilig.
Da gab es einfach eben diese ganzen Bibelsprüche und der ganze Kladderadatsch hat halt eben voll zu dem geführt, dass man denken könnte, der könnte was damit zu tun haben, weil er sich eben mit dem Thema auskennt. Deswegen, naja. Der Chat mit der Psychologin hier mit dieser Annalena hat mich jetzt am Ende noch verwirrt. Weil, allein weil im Chatverlauf Dr. Tiefenbrunner und Tom stand. Aber naja, wie auch immer. Egal. Eure Meinung zu dem Spiel könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das war's dann mit 7 tödliche Offenbarungen. Ab nächster Woche kommt dann an dieser Stelle ein anderes Let's Play-Projekt. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal und ciao.